Knurr. Rank. Ah ja. Das Wesen starrt sich intensiv an, gibt aber lediglich tierische Laute von sich. Vermutlich fehlt ihm die nötige Intelligenz für eine richtige Konversation. Nett. Deine Skills auf Mann und unten rechts den Knopf anklicken. Also dieses hier. Also das hier. Das ist cool. Das ist echt cool. Richtig geil. Weißt du, so. It's magic. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das ist echt geil. Ich habe mir auch die meisten Gegner nie angesehen. Richtig lecker sieht er aus, dein Äther. Wie wär's? Nur ein winzig kleiner Schluck für mich. Nein? Na gut. Du bist aber auch wirklich stark. Wenn ich mich mit dir anlege, werde ich ja doch nur gefressen. Ich halte ihn schon aus. Den garstigen Hunger. Vielleicht findet sich ja eine andere Beute. Dieser Nichtsgesandte scheint an nichts anderes als Äther denken zu können. Von ihm wirst du dir wohl keine Antworten erhoffen können. Schau mal nicht. Oh, muss ich mit dem Viech reden? Oh, es hat zwar nur 6 Beine, aber es ist dennoch ekelhaft. Seien die Dinger da vorne sehen auch als Beine, dann ist es tatsächlich Spinne. Oh, ich will nicht. Verzaubert bin ich von ihren singenden Blicken, ganz und gar verzaubert. Und doch ist sie nun fort. Nie wieder werden wir ihre wunderschönen Augen auf mir ruhen. Und ich? Was soll ich tun? Ohne meine Burgherrin. Was soll ich jetzt so tun? Egal wie oft du diesen Nichtsgesandten auch ansprichst, er scheint gänzlich in seine eigenen Gedanken versunken zu sein. Oh. Hi. Geiles Schwert. Hey, du, ich helfe dir. Versprochen. Also friss mich bitte nicht. Ihr sucht einen Drachen. Köstlich, mächtig klingt das, ja. Viel zu hoch für mich leider, aber neulich erst, da haben wir jemanden gefangen. Benutzt genauso schwierige Worte wie du. Hat viel im Kopf und kennt vielleicht einen Drachen. Wer weiß. Sitzt im Kerker ein. Kann aber sein, dass er schon gefressen wurde. Jemand so kluges ist schrecklich lecker, weißt du? Damit hat sich das Wissen dieser Kreatur erschöpft. Im Kerker könntest du mehr Glück haben, sollte dort tatsächlich ein kluges Nichtswesen sein. Tatsächlich. So. Ich habe gestern mit dem neuen Patch angefangen und bin nicht so weit gekommen, weil ich super beeindruckt war von dem neuen Areal, wo du dich befindest. Es ist auch richtig geil. Also, ich. Ja, mir geht es eigentlich genauso. Ich bin eigentlich einfach nur baff. Bin davon auch erst mal eine halbe Stunde durchgelaufen und habe geglotzt, ja. Ey, das ist furchtbar. Also nein, das ist nicht furchtbar, das ist einfach richtig, richtig geil. Und ich kann mich einfach nie satt sehen. Vor allem, ich weiß, also die mir ja schon länger zusehen, ihr wisst, ich stehe auf alles, was bunt ist. Es ist einfach nur, oh Gott, das ist einfach nur geil. Ja. Oh Gott, ist das schön. Bin hin und weg. Ich hatte nicht viel Glück. Zwar scheint jegliche Kampfeslust aus ihnen gewichen, aber zu einem vernünftigen Gespräch schien ebenfalls niemand fähig. Mir ging es ähnlich. Je niederer das Nichtswesen, desto geringer seine Intelligenz, scheint die Faustregel zu sein. Vielleicht hätten wir diesen Skarmillione besser am Leben gelassen. Hattest du mehr Glück, Aidaria? Jo.
Der Gestaltung haben die sich wirklich Mühe gegeben, ja. Aber ich finde, das wird auch von Mal zu Mal besser irgendwie. Also, es gibt so unglaublich viele schöne Gebiete. Aber irgendwie schafft es Square halt immer noch, eins draufzusetzen. Und das finde ich so cool. Ich bin ja sowieso ein riesiger Final Fantasy Fan. Also nicht nur vom 14, sondern allgemein von der Reihe. Ich liebe es. Ich liebe es. Und Square hat mich bisher selten enttäuscht, muss ich sagen. Ich liebe es einfach nur. Im Kerker, sagst du? Dort, an dem uns das Portal als erstes ausgespuckt hat, kam mir düster genug für einen Kerker vor. Es ist immerhin ein Anhaltspunkt. Kehren wir dorthin zurück und sehen uns um. Durch die Führung ganz zu, ja. Es ist halt toll. Und besser jetzt als gleich, ehe die herrenlosen Nichtswesen dieser Burg uns noch zuvorkommen und diese Leckerbissen für sich beanspruchen. Was meist eigentlich total simpel ist, aber die schaffen es, so viel Atmosphäre reinzupacken, ja. Ja. Sie, wie gesagt, das hier ist halt echt perfektes Beispiel mit Musik, ne, allein wie es aussieht und oh Gott, es ist so geil, es ist einfach nur so geil. Dem stimme ich zu, auf zum Kerker. Oh. Diese Musik ist einfach so toll. Ja, ich bin auf Wolke 7, ey. Rüstung, was nennen die zumindest für einen Heiler auch gut aus. Okay, die Heilerrüstung hatte ich mir tatsächlich nicht angeguckt. Die vom Mönch. Aber die fand ich auch gar nicht mehr so schlecht. Sie hatte zwar Ähnlichkeiten mit einer etwas älteren, aber schlecht fand ich die jetzt auch nicht. Huch. Sieht halt auch einfach richtig geil aus. Direkt erstmal die Oma Senft als Mond für den Bereich ausgesucht. Stimmt! Warte mal. Und kurz als Heiler, weil ich liebe mein Heiler-Outfit. Sunny Sunny, Hallöchen! Einen wunderschönen guten Tag dir. Herzlich willkommen hier. Schickes Pferd. Coole Mähne. Ah ja, hier muss ich lang. War gerade kurz überlegen. Servus. Hallo. Ich bin zwar creepy, dass ich durchgehen kann, aber hallo. Eine Frage. Ich war gestern auf meiner Insel, konnte was abbauen, war aber auch nur kurz drauf. Jetzt bin ich wieder auf meiner Insel. Ich kann nichts abbauen, ist das normal? Ich glaube, du musst in dem einen Feld das Sammler, den Sammlermodus auswählen. Ich glaube, du bist jetzt, ich weiß gar nicht, ist das der normale Modus? Gibt da auf jeden Fall so ein kleines Kästchen und da kannst du den Modi auswählen. Muss ich mich nämlich gestern auch erstmal reinfuchsen. Müsste Sammlermodus reißen, meine ich. Und dann kannst du wieder abbauen. Modus ist Standard auf normal bzw. frei. Ah, okay. Ja, ich wusste nicht, wie dieser normale, ne, also dieser eigentliche Dings da heißt. Das sieht geil aus. Outfit sieht aber auch schon gut aus. Okay, danke. Sehr, sehr gerne. Ich weiß noch nicht viel von der Insel. Ich war zwar schon drauf. Ich habe, glaube ich, Inselstufe 3 oder 4. Ich glaube 3. Aber ja. Ich packe mir das erstmal dahin. Wahrscheinlich steige ich eh gleich wieder ab.
Ah, nee. Das ist auch cool. Hat aber auch so ein bisschen Hauke-Herrenhaus-Vibes. Das ist bitter. An manchen Stellen kann man auch tauchen. Ich habe das durch Zufall bei jemand anderem mitbekommen. Ach, auf der Insel, ja. Ja. Fand ich auch cool. Ich hab's noch nicht geschafft, aber durch Luna weiß ich's. Naja, da hinten. Alter, das sieht so geil aus. Nein. Da ist mal Sänfte. Aber gute Idee. Die Bomber passen halt einfach richtig gut hierzu. Allein das hier sieht halt auch richtig geil aus. Und stehen sie schon? Besen in Schwarz. Jetzt bin ich gespannt. Hi. Der so rumstehen und grünen Namen haben, erzählen die meist ein bis zwei Sätze, die was interessiert. Ah, okay. Sie nichts gesandt mit Namen sagen, Dinge. Okay. Sehr, sehr cool. Seine Gefährtin? Ah. Ah. Der Schneegelfritz wieder. Mist, ich habe es gerade vergessen auf den. Na egal. Passt schon. Syra, Hallöchen. Wie geht's? Xenos Paktpartner. Aber das Outfit passt halt gerade richtig gut. Erstmal alle in Angriffsstellung. Xenos also. Tatsache. Diese endlose Schwärze, die dieses Wesen umhüllt, schlug mir auch entgegen, als wir ihm in Garlemald begegneten. Und was tut er dann hier? Schließt man einen Pakt mit einem Nichtsgesandten, bindet man ihn an sich. Aber nur vorübergehend. Kommt der Paktpartner um, wird die Verbindung zum Ursprung getrennt und das Wesen kehrt ins Nichts zurück. Mhm. Xenos. Ja, du bist es wirklich, nicht wahr? Die treue Gefährtin. Schuldig. Das Outfit ist geil dafür. Irgendwie bringen wir alle Dinge zum Leuchten. Heidelins Kristall. Mir geht's auch gut, Syra. Danke der Nachfrage. Frisch erholt aus dem Urlaub. Besser kann's einem nicht gehen.
gut. Nice Outfit. Was? Ah, ja. Dieses Licht. Bin ich will alles davon. Außer den Hut vielleicht. Wer? Was bist du? Xenos, ja. Ja. Ich diente ihm als sein Avatar. Aber eigentlich, der Hut hat auch was. Bis du ihn bezwungen hast. Natürlich. Dir muss ich das wohl kaum erläutern, aber Xenos ausdrückliches Ziel war es, gegen dich anzutreten. Um es zu erreichen, bediente er sich einer alten galäischen Kunst des Meuchelns. Ich las, dass man dabei einen Kristall als Katalysator benutzt, um mit dem Nichts in Verbindung zu treten. Dort sucht man sich einen Avatar, der fortan seine zweite Hälfte sein soll, und schließt einen Pakt. Einen Pakt schließt man als ebenbürtige Partner. Das war ich in seinen Augen nicht. Er zwang mir einen Fluch auf, der mir meine Macht gewaltsam nahm. Der mein ganzes Wesen veränderte. Ich wurde zu einer Verkörperung der Vernichtung. Ganz so, wie er es wollte. Das erklärt die Gestalt von eben, nicht aber diese sterbliche Form. Ist das so wichtig? Ich verstehe nicht, welche Rolle mein Aussehen für euch spielt. Wirklich wichtig ist das, was dahinter steckt, nicht wahr? Dem stimme ich zu. Du magst aussehen wie eine von uns, aber du bist und bleibst ein Nichtswesen. Und damit eine Bedrohung. Und jetzt Schluss mit dem Rätselraten. Bist du Freund oder Feind? In dieser Welt fressen wir niemanden, der stärker ist als wir selbst. Nur ein Narr erkennt nicht, wenn er unterlegen ist. Ich wurde schon einmal besiegt. Ich muss mich kein zweites Mal messen. Weise Worte. Ich stehe da auch gerade als White Mage, auch wenn ich nicht white aussehe. Aber auch ich habe eine Frage. Obwohl ich eigentlich als Reaper drin bin. Ich habe vergessen, mich gerade umzudenken. Freundin, ist es das, was du bist? Ah! Ja! Gut! Das stimmt, du hast ja gewechselt. Ja, weil ich verpeilt habe. Ne? Weil ich verpeilt habe, dass. Ne? Das irgendwie gefällt mir das. Kann ich neue Auswahlmöglichkeiten haben? Das Ding mit Xenos ist so ein bisschen schwierig. Eins ist doch gut, ja. Aber ich glaube, das sagt jeder, oder? Da haben wir wirklich verdammt schnippisch so ein bisschen. Xenos fand, ohne Witz, ich fand Xenos echt cool. Zumindest am Ende. Es hatte dann ja doch irgendwo was. Es war etwas creepy. Gut, was erinnere ich das genau? Gut, ich bei anderen weiß ich das noch nicht. Ich nehme tatsächlich das untere. Oh, also doch nicht. Dann muss ich mich geirrt haben. Mein Verständnis von solchen Dingen ist wohl unzureichend.
Was? Die guckt mich halt erstmal so an, so. Was hast du jetzt schon wieder getan? Geh nach. Ja, ist ja gut, Leute. Ich mach das schon. Mann. Ja, Japanische hat die gute noch einen Stimmverzerrer über der Stimme gehabt, die noch in der Monsterform war. Echt? Was bist du jetzt? Die Frage, will ich das überhaupt wissen? Okay. Bevor ich noch mehr passe hier. Verpeile. Ich hatte mich ja auf einiges vorbereitet. Aber das? Sie sieht auch gänzlich anders aus als die anderen Nichtswesen. Der Überschuss an Dunkelheit wurde durch die Berührung von Hadalands Kristall ausgeglichen. Also muss dies folglich ihr eigentlicher Körper sein. Steht da schwarz gekleidet und nichts gesandt. Verschwunden ist die Dunkelheit in ihr, aber keineswegs. Noch kann ich mir kein Reim auf sie machen. Aber wir täten wohl gut daran, sie nach wie vor als Nichtswesen zu betrachten. Ich müsste eigentlich auch irgendwann mal auf eine andere Sprache stellen. Ich habe ja bisher immer nur das Deutsche gehört, aber das ist halt für mich einfacher. Hi. Deine Waffe ist cool. Ich mag dein gesamtes Outfit. Sieh es aus! Sieh es aus, so gibt's mir! Klang jetzt etwas falsch. Also, was wollt ihr? Ohne Grund kommt man wohl kaum in einen Kerker. Wir hörten, dass hier ein weises Nichtswesen gefangen sei. Eines, das uns einige Fragen beantworten kann. Hier werde ich es kaum erklären müssen, aber wir stammen nicht von dieser Welt. Und entsprechend ist unser Wissen um diese hier begrenzt. Würdest du uns dabei helfen, einige der Wissenslücken zu schließen? Ihr wollt also Informationen. In Ordnung. Was könnt ihr mir bieten? Ich tausche meine Kleidung gegen deine. Ich bin mir nicht ganz sicher, was du meinst. Nun, hier hat alles einen Preis. Dies ist die einzige und alles bestimmende Regel dieser Welt. Wenn ihr etwas wollt, müsst ihr dafür zahlen. Geht die Regel nicht in jeder Welt? Ich verstehe. Bitte verzeiht meine Unwissenheit und lasst es mich erneut versuchen. Allerdings glaube ich nicht, dass unser Deal hier viel wert ist. Was können wir dir also geben? Ich glaube, darauf weiß ich eine Antwort. Schließlich gibt es nur eins, nachdem es einem Nichtswesen giert. Äther. Wenn du uns Informationen gibst, bekommst du Äther von uns. Nicht all unseren Äther, versteht sich. In Ordnung. Dann erzähle ich eben nur so viel, wie ihr entbehren könnt, ohne zu sterben. Sehr umsichtig. Einverstanden. Dann ist der Handel besiegelt. Allerdings unterhalten wir uns über das Nichts lieber woanders. Gehen wir nach draußen. Hopp, rauf, wenn man schon die Treppe rauf. So. Niemand verlässt diesen Kerker ohne ausdrückliche Erlaubnis. Aber für dich will ich eine Ausnahme machen. Los, geh schon. Das Ding sieht irgendwie cool aus. Das sieht so fluffig aus. Keiner. Nicht keiner und ich. Ich will mit dem Ding kuscheln. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Hier. Es gibt in der Burg nur ein einziges Verlies, aber die Herren bestand darauf, es das vierte zu nennen. Aber jetzt ist sie weg und mir ist das komplett egal, ob nun Ratten auf den Tischen tanzen oder nicht. Fluffig, aber nur bis man daran geht. Die Fransen erinnern mich eher an Lederstreifen. Oh Gott.
Gut, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Gut. Okay. Lesen Sie, oder muss ich lesen? Ein endloser, pechschwarzer Himmel. Das ist das Nichts, wie ihr es nennt. Und die Welt, in die ich gehöre. Es war nicht immer so. Auch hier gab es einst Licht. Und eine Sonne, die die Meere im tiefsten Blau und das Land im sattesten Grün erstrahlen ließ. Eine Welt, in der das Leben blühte. Doch dann brach der Memoria-Krieg aus. Memoria? Es war dieser Krieg, der die Balance des Äthers störte und die Welt in Dunkelheit hüllte. Das Leben selbst musste sich dem beugen. Ausnahmslos jede Kreatur verwandelte sich in das, was ihr Nichtswesen nennt. Und nun ist es ihre Welt, die des Nichts. Ganz so, wie die Lichtflut des ersten Splitters Sündenvertilger schuf. Sie sind gänzlich entgegengesetzter Affinität und dennoch gleichen sie den Nichtswesen in vielen Belangen. Daran habe ich auch gerade gedacht. Die Sonne steht still. Tag und Nacht sind zu einer Masse verschmolzen. Schließlich blutete das Meer in das Land und das Land in das Meer und alles wurde Finsternis. Und die Wesen des Nichts, halb um ihren Verstand gebracht, klammerten sich an die schemenhaften Erinnerungen, die in ihren Herzen eingebrannt waren. So rangen sie in dieser dunklen Welt dennoch um eine Existenz. Diese Feste ist keine Ausnahme. Die Burgherrin, wie ihr sie genannt habt, vermutlich lebte sie vor unendlich langer Zeit tatsächlich hier. Dürfte ich kurz einhaken? Ich sehe die Dunkelheit in dir. Viel zu schwarz für eine der unseren. Du bist ein Wesen des Nichts, ohne Zweifel. Aber du sprichst nicht wie eines. Noch nie ist mir jemand begegnet, der von einer Welt vor der Flut der Dunkelheit erzählte. Bist du also wirklich eine Nichtsgesandte? Es ist wahr, ich bin anders als der Rest. Ich bin ein Halbwesen. Kann man. Wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, man kann das. Kurz nach dem Beginn des Krieges wurde erst wieder dran. Ein Kind geboren, dessen Mutter bereits die Finsternis in sich trug. Es sah aus wie ein gewöhnlicher Säugling, war innerlich aber von der Schwärze zerfressen. Sein Anderssein wurde endgültig klar, als es in der Blüte seiner Jugend schlicht aufhörte, zu altern. Mach das. Dieses Kind bin natürlich ich. Auch wenn man mich mittlerweile nicht mehr als anders bezeichnen kann, schätze ich. Wir fressen die Schwachen und beugen uns vor den Starken. Eine Existenz ohne Ziel und ohne Sinn. Das wurde sehr schnell, sehr persönlich. Bitte verzeih. Dabei kennen wir noch nicht einmal deinen Namen. Ihr könnt mich weiterhin eine Nichtsgesandte nennen. Uns kümmern eure Namen schließlich auch nicht. Das erscheint weder praktisch noch sonderlich respektvoll. Wir würden dich doch gerne angemessen ansprechen, wenn du es uns erlaubst. Dann denkt euch einen für mich aus. Mir ist das einerlei. Na toll. Wie wäre es dann mit Zero? Um was klar. Ich weiß. Das bedeutet null und nichts, oder? Das passt wohl zu mir. Irgendwie war das klar. Vielmehr ist es ein Wort, das für einen Anfang steht. Und den gilt es nun zu setzen. Trennen sich unsere Wege oder nähern wir uns an?
Oh, wie ihr wollt. Irgendwie mag ich sie. Der Name gefällt mir. Es ist nur ein Wort. Und was auch immer es bedeuten mag, ändert nichts an dem, was ich bin. Du bist ein Nichts mit Namen jetzt. Zero also. Ich hätte da dennoch eine Frage. Doch erst will ich erklären, weshalb wir in diese Welt gekommen sind. Wir suchen einen Drachen. Meine Schwester Ashtaria, um genau zu sein. Ashtaria. Sie kam vor langer Zeit durch ein Portal hierher. Ein Drache? Ganz recht. Wenn du irgendetwas darüber weißt, dann bitte ich dich inständig. Ich glaube, wir werden beobachtet. Du hast zu spät geguckt. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Hm? Nein. Estinien sagt nie was. Nein, aber gehört habe ich auch etwas. Gut. Ich werde aber einmal eine ganz kurze Pinkelpause machen. So nach 2 Stunden wäre das, glaube ich, ganz gut. Ich bin gleich wieder da. 2-3 Minütchen. Der Hund muss Gott sei Dank noch nicht raus. Waren ja erst vor 2 Stunden.